Frohes Neues und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hirn statt Hetze. Einer der bekanntesten Linksaktivisten, die unter dem Deckmantel der Satire Agitation betreiben, Sarah Bossetti, hat seit Oktober eine eigene Late-Night-Satire-Show bekommen. Die perfekte Marktlücke links- bis linksradikale Satire-Shows gab es ja zuvor noch gar nicht. Nachdem in der ersten Folge ein bisschen sozialistisches Reichenbashing betrieben wurde, ging es in der zweiten Folge um die Klimaapokalypse und in der neuesten Folge um die Migration, mit Fokus auf der Flüchtlingspolitik und der Debattenführung. Tatsächlich habe ich mir das mal angetan und werde euch im Folgenden die interessantesten Stellen präsentieren und auseinandernehmen. Der chronologische Verlauf der Sendung ist eingangs ein 10-minütiges sinnbefreites Geschwafel, wie wir es von Sarah Bossetti kennen, dann wird ein CDUler interviewt, anschließend gibt es eine Talkrunde mit dem bekannten Opferflüchtling und Deutschlandhasser Tarek Alaous und einer linken Soziologin und zum Abschluss singt eine globalistische Hippie-Band ein Öffnet alle Grenzen, Nationalismus ist Scheiße-Song. Und falls ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid oder abgeschalten habt, wünsche ich euch hiermit viel Spaß. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, sowieso darauf, heute über Migration zu reden. Endlich mal ein einfaches Thema. Denn es ist ja so, Deutschland braucht ganz dringend Zuwanderung. Weil die Gesellschaft immer älter wird, wegen Fachkräftemangel in fast allen Bereichen so Sachen. 400.000 Leute pro Jahr. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Zuwanderung. Dieses Jahr 300.000 plus die Leute aus der Ukraine. Können wir mal kurz würdigen, was für ein krasser Zufall das ist? Wir brauchen Leute und es kommen Leute. Ganz von selbst. Nicht, weil wir sie gerufen hätten, sondern weil sie ein neues Zuhause suchen. Unser Problem löst sich also einfach in Luft auf. Und wir stehen auch noch moralisch super gut da. Was für ein crazy Glück wir haben. Hierauf werde ich direkt mal ausführlicher eingehen, weil wir hier den Kernirrtum des linken Weltbildes präsentiert bekommen haben, mit dem man nicht nur diese ganze Talkshow zusammenfassen könnte, sondern jede migrationspolitische Diskussion mit Linksprogressiven. Sie gehen von der sogenannten Blank-Slate-Theorie aus, also der Annahme, dass jeder Mensch als unbeschrieben und beliebig formbar auf die Welt kommt und Genetik keine Rolle spielt und auch die religiösen und kulturellen Überzeugungen beliebig ersetzbar sind. Dabei sehen wir ganz deutlich in der Realität und jeder einzelnen statistischen Erhebung, sei es jetzt zu sozialen Leistungsbezügen, Beschäftigungsquoten, Kriminalitätsraten, Meinungen zu Scharia, Stellung der Frau und so weiter, dass es einen Zusammenhang mit Herkunft, kulturellen und religiösen Überzeugungen gibt, die man eben nicht durch bessere Integrationsmaßnahmen einfach überwinden kann. Das wollen Linke aber nicht wahrhaben. Weil die ungleichen Resultate, die zum Beispiel in den eben aufgeführten Bereichen aber immer offensichtlicher zutage treten und irgendwie natürlich erklärt werden müssen, werden dafür die im Durchschnitt besser gestellten autochthonen Deutschen zum Schuldigen erklärt, die zum Beispiel durch die Ausbeutung oder schlechte Integrationsangebote, die Migranten unten halten. Konkreter wird es hier meist nicht, weil sie wohl selbst im Innersten wissen, dass das Hanebüchner Schwachsinn ist. Aber es sind nun mal Ideologen, dessen gesamtes Weltbild zusammenbrechen würde, wenn sie erkennen, dass ihre Gleichheitsannahmen einfach falsch sind. Und um nach dieser Ausführung den Bogen zurück zu ihrem Gesagten zu schlagen, wenn man von der beliebigen Formbarkeit des Menschen ausgeht, macht es natürlich Sinn zu sagen, die Menschen hier sterben aus, aber wir können sie ja einfach mit Migranten ersetzen. Das Hauptproblem ist, wie gesagt, das funktioniert nicht, die Menschen sind nicht beliebig formbar. Sie besitzen meist starke kulturelle, ethnische und religiöse Werte, mit denen sie sich identifizieren und die auch über Generationen stabil bleiben. Somit findet überwiegend eher eine Übernahme statt einer Anpassung statt. Und selbst wenn das alles klappen würde, was es natürlich nicht tut, wäre das ja immer noch nur Symptomdokterei und würde nichts an der zu geringen Geburtenrate ändern. Auf langfristigen Skalen kann nur die Lösung sein, hier etwas zu rütteln. Sei es durch bessere Familienpolitik oder eine Gesellschaft, die wieder einen tieferen Sinn im Leben sieht. Also, wir sollten uns vielleicht ein bisschen Mühe geben, dass noch ein paar mehr Migranten kommen. Aber im Grunde läuft alles wirklich gut in Sachen Migration. Sendung Ende. Muss ich ja mit niemandem mehr reden. Ja. Ja, das wäre die logische Konsequenz, wenn ihr recht hättet. Nur, das habt ihr eben nicht. Deswegen ist das Thema ja auch so präsent. Deswegen Talkshow über Talkshow darüber. Deswegen hat sogar dein gehirngewaschenes, treues Publikum nicht geklatscht. Deswegen äußern sich sogar linke Politiker immer migrationskritischer. Nicht, weil sie es wirklich wollen, sondern weil ihnen sonst massenhaft Stimmen verloren gehen. Sarah präsentiert im Folgenden einige migrationskritische Zitate, regt sich kurz auf, redet nun einige Minuten inhaltslos vor sich her und schließt dann hiermit. Und als Grund werden immer zwei Instanzen genannt. Die Kommunen, die heillos überlastet sind, und die gesellschaftliche Stimmung, die heillos überlastet ist. Und das Schöne ist, beides stimmt. Und ihr dürft nichts dagegen sagen, denn sonst seid ihr gegen die Kommunen, von denen ja tatsächlich einige fast unter dem Druck zusammenbrechen. Die Sache ist nur, wenn der Druck auf etwas zu groß ist, gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, den Druck wegzunehmen, es gibt auch die Möglichkeit, das etwas stärker zu machen. Wenn eine Brücke über einen Fluss führt
und sie hält nicht so viele Menschen aus, wie über den Fluss müssen, dann kannst du die Menschen daran hindern, über die Brücke zu gehen. Du kannst die Brücke einreißen oder du kannst die scheiß Pfeiler stärken. Ihre tolle Metapher, mit der sie ihr NPC-Publikum in Begeisterung versetzt, ist vielsagend. Zum einen zeigt sie, was für Linke migrationskritisch sagbar ist. Man darf ganz an ihrem Weltbild der Opferpyramide die Deutschen kritisieren, aber die Migranten, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Kriminalitätsraten, Sozialleistungsbezügen und so weiter und so fort, eben nicht. Das ist alles rechtsextrem. Ihre Lösungsansätze wären jetzt also, noch mehrere Milliarden in die Kommunen zu pumpen und das Versagen somit einfach nur rauszuzögern und die gesellschaftliche Stimmung gerade zu biegen, wahrscheinlich indem man konservative Stimmen noch stärker ausgrenzt und die real existierenden Probleme verleugnet und völlig realitätsfernen Schwachsinn als Lösungsansatz präsentiert. Oder anders formuliert, nein Sarah, das mit den Pfeilern wird nix, die Brücke ist komplett marode und wir müssen sie einreißen. Hier kommt für euch Friedrich Merz! Natürlich nicht. Er hat ja abgesagt. Hier, alles CDU und FDP absagen. Das sind übrigens ausgedruckte E-Mails. Was ist denn da los bei der FDP und der CDU? Also klar, kleine pupsige Sendung hier, aber wir haben ja auch extra einige angefragt, die jetzt nicht jede Woche bei Markus Lanz sitzen, um auf jeden Fall eine konservative Stimme in der Sendung zu haben. Aber irgendwie trauen die sich alle nicht. Ja. Ihr wolltet keine konservative Stimme in der Sendung haben. Ihr wolltet einen rückgratlosen Opportunisten, der eure wahnsinnigen Ansichten zwar nicht teilt, aber dem auch nichts nennenswert entgegensetzen kann, aus Angst in die rechte Ecke gestellt zu werden. Ihr wolltet so einen kleinen Kack, den ihr schön zu dritt mobben könntet, völlig unverständlich, dass da keiner Bock drauf hatte. Hättet ihr wirklich einen Konservativen gewollt, gäbe es sicher einige, die Lust gehabt hätten. Gottfried Curio oder Roger Becker sind nur zwei Namen, die mir gerade einfallen, die hätten Bock gehabt, euch liebend gerne argumentativ zu zerstören und wären mit der Nazi-Keule auch nicht zu bändigen gewesen. Aber das wisst ihr ja, deshalb sind das alles böse Rechtsextreme, denen man keine Bühne geben sollte. Okay, was soll ich machen? Wenn die CDU nicht zu mir kommt, dann muss ich wohl zur CDU. Sie führt im Folgenden ein fremdscharmerregendes Interview mit Paul Ziemiak von der CDU, in dem sie ihm unter anderem ihre dämliche Metapher mit der Brücke erzählt. Eine Stelle, die als Paradebeispiel für dieses Interview steht, schauen wir uns mal genauer an. Eigentlich wollte ich ja nur von Ihnen wissen, wie es sein kann, wenn man davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind, nicht nur in ihrem Wert und in ihrer Würde und in ihrem Recht zu leben, sondern auch in ihrem Drang, sich konstruktiv an einer Gemeinschaft zu beteiligen, wie es dann sein kann, dass die gesamte Migrationsdebatte so sehr sich auf Abschiebungen fokussiert. Das ist ein interessantes Gedankenexperiment, ist aber wahrscheinlich so aus der Lebenserfahrung zu beantworten, dass wahrscheinlich nicht alle Menschen sich gleich verhalten. Brossetti macht das rhetorisch hier recht clever. Sie stellt einen Batzen an Prämissen auf, ein paar davon sind kompletter Unsinn, andere sind zwar wahr, aber haben mit der Debatte nichts zu tun und alle Prämissen sind stark moralisch aufgeladen, sodass der CDUler nicht einfach widersprechen kann, ohne als böser Nazi dazustehen und daher eiert er rum und wirkt schwach. Nehmen wir doch mal exemplarisch den von ihr aufgeführten Begriff des Wertes. Ist jemand zum Beispiel weniger wert, weil er einer geringeren Beschäftigung nachgeht? Aus ökonomischer Sicht vielleicht, aber natürlich braucht es auch solche Menschen. Problematisch wird es aber, wenn, wie es alle Daten zeigen, die nicht-westlichen Migranten entweder in den Sozialsystemen landen oder im Niedriglohnsektor arbeiten. Die Menschen sind deswegen nicht weniger wert, aber sie stellen hier ein wirtschaftliches Netto-Minus. Bei anderen Themen, kultureller oder gesellschaftlicher Natur, wird es noch hochphilosophischer. Ist jemand weniger wert, weil er der Ansicht ist, Frauen sollten nicht gleichberechtigt sein? Ist jemand weniger wert, weil ihm Freiheit weniger wichtig ist als Frömmigkeit? Ist jemand weniger wert, weil er hier lieber Arabisch spricht und sich mit Arabern abgibt als mit Deutschen? Und so weiter und so fort. In der Regel würde ich sagen, nein, deswegen ist man nicht weniger wert. Aber die Frage ist eben nicht, ob die Menschen per se weniger wert sind, sondern ob sie uns im Schnitt ökonomisch einen Vorteil bringen, das tun die meisten nicht, und ob sie kulturelle und religiöse Werte vertreten, mit denen es im Zusammenleben keine Probleme gibt und unsere Identität nicht abschafft. Was aber eben leider überwiegend passiert. Nun aber zu den Menschen, die nun hoffentlich tatsächlich kommen, wenn ich ihre Namen sage. Einen großen Applaus für Julia Kosjakova und Tarek Alaus. Jetzt kommen wir also zum Hauptteil der Sendung, der Talkrunde mit den Gästen Julia Kosjakova, einer linken Migrationsforscherin, die auch für die Grüne Heinrich-Böll-Stiftung schreibt, und Tarek Alaus, dem Team Umvolkungslobbyisten von Pro Asyl, der bis vor kurzem bei den Grünen war, aber ausgetreten ist, weil ihm diese zu Recht sind. Ich mache keine Witze. Und natürlich Blinddarm Brossetti. Damit haben wir dann ja ungefähr das gesamte politische Spektrum abgedeckt.
Würden Sie, Herrn Ziemiak, zustimmen in dieser Aussage, dass auch mit größeren Integrationsbemühungen sich die Zahlen nicht ändern würden, also die Zahlen derer, die lange in Sozialleistungen bleiben? Überhaupt nicht. Wir haben ein gutes Beispiel, und zwar die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine. Die Menschen sind angekommen, sie hatten Rechtsschutz, sie hatten direkten Zugang zu Sprachkurse und Arbeitsmarkt. Und man hat gesehen, dass innerhalb von einem Jahr oder die Ankunft dieser Menschen ganz anders gewesen ist als die Menschen, die aus Syrien, Afghanistan und anderen Herkunftsstaaten kommen. Die ukrainischen Flüchtlinge haben viele argumentative Fehlschlüsse der Linken in Echtzeit ganz schlecht altern lassen. Denn sie haben aufgezeigt, dass Herkunft, Kultur und Religion die ausschlaggebenden Kriterien für eine erfolgreiche Integration sind, wenn man das so nennen möchte, zumindest was die Kriminalität angeht. In puncto Sozialleistungsbezug stehen die Ukrainer aber auch nicht gerade gut da, was aber auch nur logisch ist, wenn man hier von Tag 1 vollen Anspruch auf das Bürgergeld hat und sich generell die Frage stellt, warum man Flüchtlinge überhaupt dauerhaft integrieren sollte. Wie auch immer, Linke wie ein Tarek Alaou wollen diese Unterschiede zwischen Ukrainern und den anderen Gruppen nicht wahrhaben und versuchen diesen Sachverhalt dann damit zu erklären, dass es an den Verfahren für die Ukrainer liegt, die einfacher sind als damals für die Syrer, Afghanen und so weiter. Die Aussage mit den Verfahren ist zwar nicht falsch, man hat es den Ukrainern hier etwas erleichtert, aber das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Das kann nicht die katastrophalen Ergebnisse für die Migranten aus dem Nahen Osten und Nordafrika erklären. Auch das letzte Arbeitsverbot oder der Aufenthalt in der Sammelunterkunft ist nach maximal 1,5 Jahren, in der Regel sogar deutlich früher durch, und trotzdem sehen wir in der Kriminalitätsstatistik von 2022 ganz aktuell, dass Syrer, Afghanen, Iraker weiterhin deutlich krimineller sind, während die ukrainischen Flüchtlinge sich seit Tag 1 kaum von anderen westlichen Migranten hinsichtlich Kriminalität unterscheiden. Auch hinsichtlich der Beschäftigungsquote sehen wir selbst nach 6 Jahren, dass Afghanen und Syrer deutlich unter 50% liegen, und das sind in aller Regel keine hochqualifizierten Jobs. Und auch wenn sich das in den nächsten Jahren noch ein wenig verbessern sollte, es wird immer ein deutliches Netto-Minus-Geschäft für uns bleiben. Aber da muss man auch ganz klar sagen, diese Menschen haben humanitäre Gründe, um hierher zu kommen, und sie sind nicht um zu arbeiten hierher gekommen. Und das ist auch eine klare Unterscheidung, die wir innerhalb dieser Debatte gerade nicht sehen. Alle sprechen von MigrantInnen, aber niemand spricht über Menschen mit Fluchterfahrung. Das ist keine freiwillige Entscheidung, die man trifft, und das ist ein großer Unterschied. Ja, und es ist für uns langsam an der Zeit zu sagen, schön, ihr habt eure humanitären Gründe, obwohl der Krieg bei euch lange vorbei ist, die werdet ihr also immer haben. Für uns steht es im Vordergrund, dass unser Lebensstandard in den kommenden Jahren nicht drastisch abfällt, und daher wollen wir euch nicht weiter durchfüttern. Von den ganzen anderen gesellschaftlichen Verwerfungen, die da noch hinzukommen, mal abgesehen. Ich meine, wie läuft die Debatte? Mhm. Wir haben momentan, da sitzt die Soziologin, gucken, ob ich richtige Zahlen habe, 3,1 Millionen Geflüchtete in Deutschland, glaube ich. Und ungefähr 50.000 bis 60.000 davon könnten auch nur abgeschoben werden. Und die Debatte, in meiner Wahrnehmung, fokussiert sich sehr, sehr auf diesen sehr geringen Teil von Menschen. Ja, all die anderen können gar nicht abgeschoben werden. Es ist physikalisch unmöglich. Wirklich ein gewiefter Schachzug, um seinen politischen Willen durchzusetzen, alle wirklichen Alternativen einfach im Voraus auszuschließen. Und obwohl dies eigentlich die aktuellen gültigen Rechtsnormen sind. So machen wir das dann auch, wenn wir demnächst hier übernommen haben in Migrationsdebatten. Also, ich stelle mal die Frage, ob wir jetzt 100.000 oder 500.000 im Jahr abschieben sollen. Weniger ist ja gar nicht möglich. Bei Ukraine haben wir eigentlich gesehen, wie gut das funktionieren kann. Also wenn man nicht so restriktiv ist und verteilt nicht die Menschen, lässt die selbst Wohnort suchen. Also das funktioniert ganz gut, und die sind schneller im Arbeitsmarkt, mindestens am Anfang. Dann vielleicht nutzen wir diese Erfahrung jetzt und übertragen auf andere Gruppen von Geflüchteten, weil sonst wir sind in 2-Klassen-Gesellschaft. Schon wieder die Ukrainer. Ja, genau. Daran wird es liegen. Das wird es sein. Wenn wir erstmal allen Syrern, Afghanen und so weiter Passierschein A38 ausfüllen, erzielen diese Gruppen zukünftig einen Integrationserfolg nach dem anderen. Oh Mann. Aber ja, es macht schon Sinn. Das muss für diese Leute die Erklärung sein. Ansonsten bricht ihr gesamtes Weltbild zusammen. Und jetzt würde ich sehr gerne von dir, Tarek, einmal wissen, was wäre denn das Argument eines CDU-Politikers gegen dieses Argument? Der würde sagen, wir schaffen damit Anreize.
Also da würde ich sagen, wenn wir Menschen hier, wenn wir Menschen hier ankommen lassen und als Menschen behandeln, dann schafft das Anreize und dann kommen andere Menschen. Und das finde ich an sich überhaupt nicht plausibel. Also ja, es ist wirklich völlig absurd, davon auszugehen, dass wenn man hier ohne einen Finger krumm zu machen sofort durchgefüttert wird und einen x-fachen Lebensstandard genießt gegenüber dem Heimatland, dass dies ein Anreiz für die Migration ist. Und das Hauptproblem, wie gesagt, ist dabei, dass es für die Mehrheitsgesellschaft auf allen relevanten Ebenen ein Minusgeschäft ist. Also diese ganze Debatte über Asylbewerberleistungsgesetz, ich erinnere mich an den Moment, als ich am Strand in der Türkei stand und musste einfach das Meer überqueren mit einem unsicheren, überfüllten Schlauchboot damals. Und das Letzte, worüber ich nachgedacht habe, ob ich 130 Euro als Asylbewerber hier in Deutschland als monatliche Leistung bekomme. Ich weiß nicht, ob Herr Spahn für 130 Euro einfach ein Meer überqueren würde für ein Schlauchboot, aber viele der Geflüchteten... Oh mein Gott, es tut so weh. Schaut euch diese Zombies im Publikum mal an. Er bringt den dümmsten Vergleich, den ich jemals in meinem Leben gehört habe, und sie eskalieren, als hätte er das Heilmittel für HIV präsentiert. Erstmal, wie kommst du auf die 130 Euro? Wir reden in der Regel von 400 plus alle möglichen Sachleistungen. Und nachdem der Asylantrag dann durch ist, haben diese Menschen Anspruch auf das volle Bürgergeld, plus Unterkunft, plus Strom und Gas und so weiter. Dann macht es keinen Sinn, einen reichen Mann wie Jens Spahn mit einem syrischen Durchschnittstypen ohne Perspektiven zu vergleichen. Und es ist ja nicht nur das Geld und die direkten Leistungen. Der ganze Lebensstandard ist um Welten höher. Die Infrastruktur, das Bildungssystem, die medizinische Versorgung und. Ein wenig vereinfacht am BIP dargestellt, könnte man sagen, der Lebensstandard in Deutschland ist etwa 100 Mal so hoch wie in Syrien. Um also hierauf basierend mal einen etwas adäquateren Vergleich zu bringen, würde ein Deutscher im Niedriglohnsektor mit 2000 brutto im Monat ein Meer überqueren, wenn er nach überstandener Überfahrt 200.000 brutto im Monat verdienen kann und alleine 100.000, wenn er nur auf der faulen Haut liegt? Die Antwort ist offensichtlicherweise ja. Sehr viele würden das tun. Und das ist auch vollkommen logisch. Vor allem, lustigerweise, sagt er ein wenig später Folgendes. Ja, es gibt Anreize. Und das kann ich einfach sagen. Mhm. Und diese Anreize oder Pull-Faktoren heißen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also, dass offene Sozialsysteme ein Pull-Faktor sind, das ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, aber Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind es schon. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das gar keine Faktoren sind, aber der Hauptfaktor ist nun mal offensichtlicherweise die Wirtschaft. Sonst hätten wir schon längst Millionen an chinesischen Flüchtlingen hier. Und ich verstehe, dass in der Gesellschaft eine krasse Unzufriedenheit gibt, aufgrund von multiplen Krisen. Wir haben ja das Krieg auf die Ukraine, wir haben Inflation, wir haben Klimakrise, Preissteigerung, die Menschen sind müde und nach einer Pandemie und am Ende kommt eine Politik, die die ganze Zeit Geflüchtete als Sündenbock für diese ganzen Krisen stellt und sagt, sie nehmen euch die Wohnungen weg, sie nehmen euch das Geld weg übrigens, sie machen das und das und das und natürlich ziehen die Menschen, also kommen die Menschen mit, wenn das ein Jahr lang wiederholt wird. Dann gehen die Menschen mit innerhalb dieser Debatte. Der berühmteste Opferasylant Deutschlands vermengt hier wieder völligen Blödsinn mit absolut rationalen, berechtigten Aussagen, um jede Kritik an illegaler Migration bzw. der Migrationspolitik zu delegitimieren. Für keine der eingangs aufgeführten gesellschaftlichen Krisen, Ukraine, Klimawandel, Inflation, Corona-Pandemie, wurden Flüchtlinge als Sündenbock von der Mainstream-Politik bezeichnet. Man hat eher versucht, wo es ging, das Rechten oder Ungeimpften in die Schuhe zu schieben. Er meint, die Politiker sind Rattenfänger, welche die Menschen manipulativ gegen Geflüchtete irrational aufhetzen. Dabei ist es doch eher so, die Probleme mit der Massenmigration sind so offensichtlich geworden, dass die Gesellschaft aus völlig rationalen Gründen da immer stärker gegen ist und einige kackservative und sogar linke Politiker nun vorgeben, migrationskritisch zu sein, um den Aufstieg der AfD zu verhindern. Und die Politik hat Interesse, dass die Menschen mitgehen, weil wenn die Politik über die ernsthaften Themen sprechen würde, dann müssen die politischen Parteien darüber sprechen, warum sie die Kommunen kaputt gespart haben, warum wir keine sozialen Wohnungen haben, keine Schulplätze und keine Kita-Plätze für die Menschen.
Ja, das ist linke Realpolitik. Man muss den Bevölkerungsaustausch, der natürlich nur eine rechtsextreme Verschwörungstheorie ist, und den damit einhergehenden Rechtsbruch einfach geschehen lassen und einfach nur noch weitere zweistellige Milliardensummen jedes Jahr in Kommunen pumpen, hunderttausende Plattenbauten auf ehemaligen Wald- und Ackerflächen errichten und Menschen aus ganz anderen Berufsfeldern zu Quereinsteigern als Lehrkräfte umschulen, um unsere Neuankömmlinge zu unterrichten. Klingt nach einem absolut lebenswerten Land und einer tollen Zukunft. Für Linke soll Deutschland halt wirklich nur noch eine funktionierende Asylindustrie ausmachen. Aber es ist ganz interessant, weil es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, jetzt sind sie irgendwie einer Meinung und das Publikum hat sich auch nicht beschwert, was ist da los? Aber ist es denn nicht möglich, vernünftig über dieses Thema zu sprechen? Und vor allem faktenbasiert. Und ich glaube, wenn die Politik so über das Thema spricht, dann würden wir auch keinen Bullshit-Button gesellschaftlich sehen, sondern würden alle Menschen mitmachen und würden wir einfach ganz andere Debatten innerhalb unserer Gesellschaft sehen. Das war eine vernünftige und faktenbasierte Diskussion. Den besten Lacher hat man sich also bis zum Schluss aufgehoben. Ja, wenn jeder rechts- von linksradikal in der Debatte ausgeblendet wird, man ausschließlich leeres pseudomoralisches Soziologengeschwafel betreibt und jeden einzelnen Kritikpunkt an der Massenmigration entweder ausblendet, verleugnet oder den sogenannten Scheißkartoffeln in die Schuhe schiebt, ist es schon klar, dass man darüber verwundert ist, wenn es überhaupt Leute gibt, die irgendwelche Probleme sehen. Was soll man hierzu abschließend sagen? Diese Leute leben in ihrer eigenen Realität und schon bald wird ihresgleichen gesellschaftlich nichts mehr zu sagen haben. Davon bin ich überzeugt. Oh, Freunde, das war wieder anstrengend und das liegt nicht vorwiegend daran, dass ich noch etwas erkältet bin. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich blende euch hier wieder alle Links ein, wo ihr mich unterstützen könnt, finanziell oder in sozialen Medien. Macht es gut, wir hören uns demnächst wieder. Ich freue mich darauf. Ciao.